Es fehlt jegliche Nachhaltigkeit in der Haushalts- und Finanzpolitik mit diesem Nachtragshaushalt. Denn es ist null Gegenfinanzierung vorhanden, nichts konkretisiert bis zum jetzigen Tag, gar nichts. Nur wolkige Sprüche, keine Gegenfinanzierung. Sie sind gewählt worden, Sie sind hier gewählt worden, nicht zu reparieren, sondern zu gestalten. Beispiel Kommunen. Da redet man doch mal darüber, Herr Laumann. Hat denn Ihre Kollegin Frau Scharrenbach im Kabinett Ihnen zu dieser Krankenhausinvestitionsfinanzierung nicht rückgemeldet? Das könnte Probleme geben mit den Haushalten der Kommunen. Ja, besonders mit den Kommunen, die in der Nothaushaltsverordnung sind. Die wissen ja gar nicht, wie sie das dieses Jahr decken können. Ja, dann stellt sich der Finanzminister hin und sagt, ist alles geheilt? Ist alles geheilt? Wir haben die Anhörung, da sagen die Kommunalen Spitzenverbände genau das Gegenteil. 139 Stellen. Wo werden die eingesetzt? Sagen wir nicht. Wie werden die denn jetzt wieder eingespart? Ja, das machen wir irgendwie im Laufe der Legislaturperiode. Intransparenz, ich sagte es schon beim Thema Grunderwerbsteuer. Ein Wahlgeschenk, was Sie mal eben in die Lande pusten und dann kriegen wir das schon irgendwie vom Bund wieder. Ja, meinen Sie denn, dass eine Bundesregierung, egal wer da drin sitzt, mal eben dem Land NRW 1 Milliarde Euro refinanziert, weil Sie hier Ihre Wahlgeschenke an die Familien verteilen? Das glauben Sie doch wohl nicht im Ernst. Nein, meine Bilanz, Kolleginnen und Kollegen hier von den Regierungsfraktionen und Herr Minister Lienkämper, das ist keine Schlussbilanz, die Sie hier vorlegen von Rot-Grün und kein Reparaturhaushalt. Das ist Ihr Offenbarungseid einer nicht nachhaltigen, einer konzeptlosen, einer nicht zu Ende gedachten Haushalts- und Finanzpolitik, die auch noch nach dem Motto läuft, was schert mich hier eigentlich mein Geschwätz von gestern, als wir noch in der Opposition waren? Vertrauen in Politik schafft das nicht. Dankeschön.